Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Such dir eines der drei Kätzchen oder die Katzenmutter aus und klicke drauf. Dein Kätzchen wird sich merken, an welcher Stelle du das Spiel beendest. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Epic Let's Play. Ich hab's ja auch schon angekündigt, so dies und das. Und ja, was soll ich sagen? Die Katze da oben schaut so verrückt. Ich würde sagen, auf die klicken wir. Ich finde Back to the Roots. Ich habe damit angefangen, also nicht damit angefangen, aber sozusagen angefangen. Und jetzt mit besserer Qualität und Quantität klicken wir mal auf unsere liebe Katze da oben im Eck und machen auch die Musik wieder an. Also habt viel Spaß, mal schauen. Ich habe gar keine Ahnung, was uns erwarten wird. Aber ich freue mich schon wie Bolle. Und ja, diesmal habe ich keinen Kompass und auch keine Katze, aber ist ja auch egal. Starten wir. Hallo Tina, was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Hallo Bibi, es ist wegen Alex. Was ist denn mit ihm? Nichts, aber ich sehe ihn so selten, seit er im Internat in Rotenbrunnen ist. Verstehe. Wie lange muss er denn noch in der Knabenerziehungsanstalt bleiben? Bis seine Noten besser geworden sind. Also vielleicht sogar bis zum Ende der Ferien. Auweia! Ja, der Graf meint, ein von Falkenstein darf auf keinen Fall sitzen bleiben. An Maharaja denkt er dabei gar nicht? Nein, und dabei vermisst er Alex so schrecklich. Der arme Maharaja. Aber wir sind ja für ihn da. Genau. Zum Glück hat uns der Graf gebeten, jeden Tag nach ihm zu sehen. Sollen wir ihm heute nicht mal was Besonderes mitbringen? Klasse Idee, Bibi. Lass uns Leckerlis für ihn backen. Ich habe ein tolles neues Rezept. Also los, fangen wir an. Zuerst müssen alle notwendigen Zutaten in die Backschüssel. Sind die Zutaten im Kühlschrank? Ja, und in den Schränken und auf der Anrichte. Oho, ein Apfelmöhrchenstangen. Was? Apfelmöhrchenstangen. Okay, da gibt's auch schon ein schönes Ja und so. Und sogar, mit Backanleitung und ja, Zutaten mischen, Teig rühren und backen. Yay. Ach, ich fühle mich endlich wieder zu Hause. Was war das? Keine Ahnung. Oh, cool, das haben sie aber. Okay, was brauchen wir? Wenn du auf das Fragezeichen klickst. Okay, brauchen wir nicht. Wir schaffen das ohne Fragezeichen. Also, wir brauchen geriebene Möhrchen. Dann machen wir mal so. Hey, nicht dahin. Ja, wohin denn sonst? Okay, oh ja, Bibi macht das. Super, Möhren schmecken Pferden immer. Ja, Möhren schmecken auch Menschen immer. So muss ich das auf Bibi? Da sollten wir das nicht hinlegen. Ja, okay. Gut, dann legen wir das mal in die Schüssel. Ah, geriebene Äpfel. Ah, nam nam nam. Dann bekommt man gleich Hunger. Klasse, das sieht lecker aus. Ja, das sieht echt lecker aus bis jetzt. Ich sehe zwar nur eine Schüssel, aber gut. Vollkornmehl, Mehl, Mehl, Mehl. Was ist das da hinten? Das ist nichts. Ach, wahrscheinlich in den Schränken. Ja, Zuckerrüben, da. Okay, haben wir nichts. Hier, das, diese kleine Anzeige da unten finde ich cool. Traubenzucker, Vanillenzucker und so weiter. Ach, da ist doch Vollkornmehl. Ja, genau. Okay, Traubenzucker haben wir doch gleich. Das ist ja wie ein verstecktes Spiel. Traubenzucker brauchen wir auf jeden Fall. Was? Ja, das ist einfach wieder... Ach so, ich stelle das gleich wieder hoch. Okay, dann brauchen wir Früchtemüsli. Das war... War das hier irgendwo?
Früchte-Müsli. Und jetzt haben wir das. Müsli sieht lecker aus. Haben wir dann? Wir haben alles für die Apfelmöhrenstangen. Jetzt müssen wir den Teig rühren. Was, Bananen? Rühren. Da brauchen wir doch so ein komisches Haushaltsgerät. Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Kann man das nicht auch mit der Hand machen? Nein, Quatsch. Achso. Das ist ein Mixer. Damit wird der Teig gerührt. Ja. Super, der Teig sieht gut aus. Jetzt müssen wir die Leckerlis nur noch backen. Bei 100 Grad? Echt? Na, hoffentlich werden die Kekse was. Aber sicher. Warten. Wann jetzt wieder? Bildschirm schwarz und... Wann sollen wir Maharaja denn heute Morgen abholen? In einer halben Stunde. Und wie weit sind die Leckerlis? Schauen wir mal nach. Was Doofes, die brauchen noch ein bisschen. Na und? Da helfe ich einfach nach. Ene mene Burgverlies, gebacken sind die Leckerlis. Hex, hex! Klasse, Bibi, die sehen ja toll aus. Packen wir sie ein für Maharaja. Also ich finde, warum hat sie es nicht gleich so gemacht? Aber die Blumen sind schön. Und vor allem Tina und Bibi sind so schön verpixt. Also so schön, du hast eine schön pixelige Haut. Das sollte man sich mal merken für die Disco. Hingehen, ey, du hast eine schön pixelige Haut und so. Ja gut, aber ist auch egal, da ist ein Telefon. Ist das Handy deiner Mutter, Tina? Nein, das ist das Martinshof-Notfall-Handy. Lass es uns mitnehmen. Vielleicht brauchen wir es nachher noch. Man weiß nie, was bei einem Waldritt so passiert. Wo du recht hast, hast du recht. Cool, wir haben ein Item gefunden. Vielleicht finden wir noch ein Item. Da nichts. Brauchen wir nicht noch. Okay, ich kann nichts mehr anklicken, außer das Handy. Der Kompass. Okay, naja, dann nehmen wir die noch. Ja, die werden ihm schmecken. Los, komm. Maharaja wartet bestimmt schon auf uns. Ja, der wird schon sehnsüchtig warten. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Okay. Los, komm. Maharaja wartet bestimmt schon auf uns. Ja, hallo. Oh, da war ich aus dem Bild raus. Hallo? Ich komme da nicht hin. Der kann ich verlassen. Wenn du hier klickst, dann siehst du eine Umgebungskarte. Okay. Wir sind hier, dann gehen wir mal zum Schloss. Kommst du zum Schloss Falkenstein? Ich glaube, wir müssen zum Schloss Falkenstein. Bestimmt schmecken Maharaja die Leckerlis. Hoffentlich heitern sie ihn auch ein bisschen auf. Er ist in letzter Zeit so traurig. Wegen Alex. Ja, leider. Bei Bibi fliegen die Haare überhaupt nicht und bei Tina so ein richtiger... Okay. Maharaja freut sich bestimmt, uns wiederzusehen. Wo kann er denn sein? Auf der Wiese war er nicht. Da ist ein Eimer ausgekippt. Sieh mal, da hat jemand einen Eimer Wasser umgestoßen. Das kann nicht lange her sein. Es ist alles noch ganz nass. Sind das nicht Spuren? Ja, Hufspuren von einem Pferd. Wo, was? Ich habe nicht zugehört. Wo sind Hufspuren? Ich sehe nichts. Da. Oho, wer ist denn das? Das ist doch nicht möglich. Wo kann er bloß stecken? Hallo, Herr Graf. Was ist denn los? Ach, hallo, ihr beiden. Habt ihr Maharaja gesehen? Nein, wir wollten uns gerade um ihn kümmern. Ist Maharaja nicht in seinem Stall? Nein, er ist ausgerissen. Bestimmt, weil er Alex vermisst. Ja, sicher. Und jetzt weiß niemand, wo er steckt. Wir könnten ja suchen helfen. Gute Idee. Vielleicht habt ihr ja Glück. Okay, dann los. Ich werde in der Gegend herum telefonieren. Vielleicht hat ihn ja jemand aus der Nachbarschaft gesehen.
Okay, dann schauen wir mal. Nachbarschaft, das hat aber auch nicht viel Nachbarschaft. Suchen wir erstmal nach Spuren. Das sind doch Hufspuren. Vielleicht sind die von Maharaja. Schade, dass die Spur aufhört. Sonst wüssten wir, wohin Maharaja gelaufen ist. Kannst du die Spur nicht sichtbar, Hexenbibi? Ich probier's. Ene mene Kuckucksuhren, zeig mir Maharajas Spuren. Hex, Hex! Oho, klappt das? Wow! Detektive. Hey, was ist denn mit den Spuren los? Die verschwinden wieder? Ich kann die Spuren nur für kurze Zeit sichtbar, Hexen. Dann verschwinden sie wieder. Das ist aber doof. Wir müssen uns eben beeilen. Vielleicht ist Maharaja zum Steinbruch gelaufen. Oder zum Baggersee. Mal sehen. Wir folgen einfach seinen Spuren. Okay, folgen wir seinen Spuren und dann schauen wir mal. Bibi hat Maharajas Spuren sichtbar gehext. Eigentlich sollte es nun einfach sein, den unglücklichen Hengst zu finden. Wir müssen Maharajas Spuren folgen. Dann los! Okay, okay, eine Landkarte mit Spuren. So, irgendwo müssen die doch aufhören, oder? Muss ich da drauf drücken? Maharajas Spuren sind verschwunden. Oh. Hex nochmal, Bibi. Ene mene Kuckucksuhren, zeig mir Maharajas Spuren. Hex, Hex! What? Was? Ich muss da aufpassen? Weißt du, wo Maharajas Spuren sind? Da? Nein, versuch es nochmal. So, jetzt passe ich aber auf. Jetzt passe ich auf. Also, okay, in der Mitte und dann... Jetzt bin ich mir mal 100% sicher. Da sind sie. Huhu, ich bin cool. Weiter, das klappt. Wäre es in die andere Richtung gegangen, hätte ich es gleich beim ersten Mal geschafft. Mysteriöse. Schon wieder. In der Mitte. Wo vermutet ihr den Huf? Ratet jetzt in den Kommentaren. Links oder rechts? Oder in der Mitte vielleicht sogar? Ratet weiter. Ich will es in den Kommentaren sehen. Ich nehme an hier. Ja, das war ja irgendwo klar. Super, das sind Maharajas Spuren. Oh Gott, jetzt geht's schon wieder los. Aha. Rechts. Ihr dürft immer mitraten. Ich mach da keine Ausnahmen. Jeder darf mal. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich würde sagen, geradeaus. Das ist ja fast eine... Das könnte man ja schon als... Monopoly nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Da war gerade ein technischer Unfall. Ich habe mein Mikro runtergeschmissen und das habe ich hoffentlich weggeschnitten. Ja, jetzt bin ich aber bei diesem Rätsel überhaupt nicht mehr drin. Ich glaube hier. Nein, das war natürlich falsch. Ich wusste es. Aber schade, das war falsch. Nochmal. Aber jetzt geht's auch weiter. Da rechts und dann da und so und dies und jenes.
Ich hoffe, mir passiert nicht nochmal sowas. Ich wollte jetzt die Aufnahme nicht nochmal neu starten. Denn das habe ich schon zweimal. Sorry. Da sind Maharajas Spuren wieder. Weiter! Ah. Hey, ich glaube, wir haben Maharaja gefunden. Der macht ja eine komplette Weltreise.